Herzlich willkommen bei Game Dev Tycoon, einem kleinen Indie-Game von Greenheart Games. Tja, die meisten werden sich ja wohl schon denken können, um welche Art von Spiel es sich handelt. Game Dev, was könnte das wohl sein? Ja, wir müssen Spiele entwickeln für unsere kleine Firma. Dann werden wir auch gleich mal reingucken. Spielt sich eigentlich alles hier in dieser kleinen Garage erstmal am Anfang ab. Also wir haben halt dann hier 30 Jahre Zeit, unsere eigene Firma in der Spielebranche zu etablieren und voranzutreiben. Dafür müssen wir halt Spiele entwickeln mit unserer eigenen kleinen Firma, die ich ab mal First Class Gaming nennen werde. Und ihr könnt ja halt noch männlich und weiblich auswählen und ja, zwischen so ein paar wenigen Haarfarben und ein paar T-Shirts, Polundern wählen, aber nichts großartig und hat ja auch keinen großen Einfluss. Hier könnte man noch, wenn man möchte, die Spiellänge verändern, aber ist eigentlich auch nicht wirklich nötig. Ja, ein Tutorial wie immer gibt es natürlich auch. Wenn man es noch nicht kennt, das Spiel, kann man es natürlich gerne laufen lassen. Ansonsten so kann man es auch, ja, ich sag mal nicht hundertprozentig überspringen, aber doch zu einem gewissen Teil. Yay, Supporter. Okay, ich kenne schon, dass hier irgendwo hinklicken und Develop New Game. Wir wollen ja unser erstes Spiel haben. Ja, Tutorial kann ich anscheinend nicht überspringen, weil ich es für diese Aufnahme nochmal zurückgesetzt habe. Deswegen hat er oder sieht das Spiel halt, dass ich es noch nicht gespielt habe. Ja, bevor wir halt anfangen können zu entwickeln, müssen wir halt gewisse Grundeinstellungen vornehmen. Wir müssen halt Spielname auswählen, was es, wo es spielen soll. Ich sag mal hier im Mittelalter. Entwickeln wir ein Rollenspiel im Mittelalter. Für den G64 oder den PC. Tja, welche Originalkonsole oder PC, wie auch immer man das damals bezeichnen möchte, könnte das wohl sein, ja? Die Entwickler mussten halt aufpassen, dass sie keinen Originalnamen nehmen. Merkt man an allen Ecken und Enden. Hier ist halt Entwicklungskosten bei 20.000 statt nur 5.000 beim PC. Dafür ist aber der Marktanteil hier 12% höher. Muss man halt entscheiden, ob man weniger ausgeben möchte, dafür auch weniger Leute erreicht oder mehr ausgibt und mehr Leute erreicht. Die Marktanteile verändern sich dann später auch, je nachdem welche Spielekonsole oder ob der PC nun beliebter ist, beziehungsweise ob da bessere Spiele, habe ich auch so das Gefühl, aber bin ich mir nicht sicher, ob sich nach dem Erfolg unserer Spiele sich da auch was dran verändert. Ich glaube es eher nicht. Wir fangen mal für den PC an. Ein Mittelalter-Rollenspiel. Nennen wir einfach mal König Arthur. Hier sieht man auch, für ja einfach nur das Game-Konzept, was wir entwickeln wollen, kostet uns schon mal 10.000. Am Anfang haben wir 70.000 Credits. Ja, noch keine Fans, uns kennt keiner, sind im ersten Jahr, im ersten Monat, in der ersten Woche 3 Punkte von 4 und dann, wenn quasi 4 Punkte vorbei sind, fängt Woche 2 an. Und natürlich 4 Wochen, dann 1 Monat, 12 Monate, 1 Jahr, welche Überraschung, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und dann dürfen wir uns auswählen, welche Art von Grafik nehmen wir nur. Die textbasierte Grafik in Anführungsstrichen oder gehen wir doch auf 2D-Grafik Version 1. Kostet uns zwar mehr, ist aber auch natürlich für den Spieler schöner. Später kommen dann noch weitere Forschungen dazu, dass dann halt hier auch mal 3D-Grafik und immer bessere 3D-Grafik sich entwickeln kann. Aber ich vermute mal, Spielanfang müsste so Anfang der 80er oder 1980 sein, ich weiß nicht genau. Von daher gab es dann auch nicht viel.
Da sah man gerade unsere 15.000er Kosten aufploppen. Ja, durch drei Bereiche müssen wir halt mit unserer Entwicklung der Spiele gehen, wo wir halt dann uns auf gewisse Bereiche konzentrieren müssen, die dem Genre entspricht. Das ist jetzt Stage 1, hier sieht man auch nochmal den Namen und halt welche Art von Spiel wir entwickeln. Was halt ganz gut ist, dass es da nochmal angezeigt wird und auch wichtig ist, weil dadurch halt zu beachten ist, wie man diese Regler verteilt. Weil als Beispiel ein Action-Game, also eine Art Shooter, wenn ich hier eine Story voll aufdrehen würde und die Engine halt total runterdrehen würde, wäre das, glaube ich, sehr, sehr eigenartig. Kann man sich ja mal so vorstellen, wenn Battlefield als Beispiel eine ganz beschissene Grafik hat und dafür richtig viele Quests und super Story einem erzählt wird, wäre irgendwie sehr eigenartig. Wäre vielleicht mal was anderes, aber nicht dem Genre typisch. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn wir hier alles drei nach oben stellen, dann würden wir keine super Engine, kein super Gameplay und auch keine super Story entwickeln. Weil entscheidend ist das, was hier unten steht. Das ist die Verteilung, die prozentuale. Man kann auch nicht auf Null stellen. Das geht einfach nicht. Es bleibt ein gewisser Rest, weil es braucht halt jedes Spiel eine Engine und ein bisschen Gameplay. Wenn wir es wieder ganz hochstellen, zack, ist wieder alles auf ein Drittel. Aber sobald wir ein bisschen höher sind, ist es schon, ja, über dem Schnitt. Ein Rollenspiel braucht jetzt hier nicht die super Engine, aber ein bisschen hätte ich gerne. Ein gutes Gameplay, aber ich hätte gern etwas bessere Story und Quest. Ja, auch nicht so. Sag ich einfach mal. Muss man halt nach Gefühl arbeiten. Die Punkte, die hier hochgehen, sind halt wichtig für, ja, die Spieleentwicklung. Wird auch nochmal erklärt dann, dass halt Designpunkte sich entwickeln und Technologiepunkte gibt es dann halt auch. Dann machen wir hier mal gerade erstmal oben weiter. Design- und Technologiepunkte sowie Forschungspunkte entwickeln sich halt durch die, ja, Charaktereigenschaften, möchte ich mal sagen, weil es gibt vier Eigenschaften: Design, Technologie, Research und dann halt noch Geschwindigkeit. Geschwindigkeit beeinflusst dann halt, wie schnell, in welchen Abständen diese Punkte coolen dann halt aufsteigen. Bugs ist klar, sollte man zum Ende des Spiels möglichst null haben. Kommen wir nachher nochmal zu, weil wenn wir durch alle drei Stages fertig sind und das Spiel quasi entwickelt ist fertig, dann hat man noch Zeit, bevor man auf Fertigstellen des Spiels drückt, die Bugs zu beheben. Nebenbei können dann auch noch weitere Punkte für Design und Technologie entstehen oder Research Points. Je höher natürlich Design und Technologie ist und je niedriger die Bugs, desto höher geht das Spiel in die Wertung und mehr Spieler finden das Spiel halt dementsprechend klasse. Zu Research Points kommen wir noch, da brauchen wir halt einige für, um neue Topics zu erforschen, neue Technologie zu erforschen oder halt auch unsere Mitarbeiter, also zurzeit sind wir ja alleine, die weiter fortzubilden. Dann hätten wir jetzt ein RPG. Da sollte natürlich Dialoge schon gut sein. Da brauchen wir nicht unbedingt die allerbeste KI. Aber mittleres Level-Design. Ja. Ich möchte da schon gute Dialoge. Ah ne, lassen wir mal so. Gute Dialoge, mittleres Level-Design, etwas schwächere künstliche Intelligenz. Wie man das verteilt, muss man halt mit der Zeit selber rausfinden. Genauso, welches Topic zu welchem Genre passt und auf welcher Plattform welches Genre bzw. Topic ankommt, findet man dann, weil Topic, glaube ich, kommt überall gleich an. Aber halt das Genre, ob es ein Action-Game ist, ein Adventure bzw. sagen wir mal eine Simulation, Spiele, die kommen halt so auf den
Game Boy oder wie es hier dann heißt, halt den Game Link nicht so gut an. Ja, hier wird nochmal dann gezeigt, wie sehr man das ändert. Und hier hat man dann halt auch, nicht wie man das ändert, welche Auswirkungen was hat. Hier kann man dann nochmal, wenn man eine Engine hat, mit verschiedenen Grafiken, welche Grafikstufe man wählt, welchen Sound man wählt, Basic Sound, später erforschen wir dann den Mono Sound, den Stereo Sound. Dann gibt es noch so andere Sachen wie Open World oder Tag- und Nachtzyklus, die man später erforscht. Aber da war Anfang der 80er ja noch längst nicht dran zu denken an sowas. Ein Rollenspiel sollte natürlich ein gutes World Design haben, einen etwas schlechteren Sound und die Grafik lasse ich einfach mal so im mittleren Bereich. Wenn man am Anfang hier so gute 10 Punkte im Schnitt hat, ist das für den Start ganz gut. Ja, damit hätten wir halt jetzt unsere Entwicklung abgeschlossen. Bevor wir auf Finish drücken, können wir noch einige Bugfixes vornehmen. Man sollte halt wirklich drauf warten. Ohne Bugs. Zack, und da sieht man auch einen Designpunkt noch dazu bekommen. Wir haben also nicht nur die, ich glaube, 6 Bugs waren es behoben, sondern uns auch noch im Design verbessert. Und hier kriegen wir dann auch in den unterschiedlichen Bereichen ja, Erfahrung. Wenn wir halt dann gewisse Stufen aufsteigen, ist unsere KI jetzt ja als Beispiel dann etwas besser. Heißt nicht, dass wir dann automatisch jetzt, ich sag mal, in dem Fall jetzt hier mit Story und Quest schnell voranleveln, weil wir jetzt nur RPGs erforschen. Das wäre auch wieder kontraproduktiv für unsere Entwicklung, weil wir dann einfach den Markt überfluten mit den gleichen Arten von Spielen, auch wenn es vielleicht ein anderes Topic noch drin hat, aber Genre sollte man halt auch mal wechseln, um Abwechslung den Spielern zu bieten. Die brauchen halt verschiedene Spiele. Ja, wir haben eine gute Kombination von Topic und Genre. Und dann, naja, wir haben erste Spiele rausgebracht. Da haben wir Research Point, die wir dann jetzt einsetzen könnten. In dem Fall gibt es, glaube ich, nur Topics und bessere 2D-Grafik. Wir sehen es ja gleich. Unsere Custom Game Engine, die wir später gleich auch noch erforschen, weil wir können nämlich auch eigene hier Engines, das war das Wort, was ich gerade suchte, entwickeln, die dann halt teilweise je nachdem, was wir schon erforscht haben, immer besser wird und demnach auch teilweise unseren Konkurrenten oder der, ich sag mal, Standard Engine voraus ist. Und somit natürlich bessere Leistung liefert. Es gibt hier allerdings keine direkte Konkurrenz, wo man sieht, yo, die Firma hat so und so viel Gewinn schon gemacht oder hat dies und das Spiel rausgebracht. Nö, das wird einfach nur, ja, wenn überhaupt, indirekt im Hintergrund leider berechnet. Da könnten die Entwickler noch ein bisschen was dran machen. Ich wollte jetzt ein Sportsimulation rausbringen. Und zwar, ja, hier hat man schon gesehen, Markt ist jetzt ein bisschen eingebrochen, dafür ist der G64 leicht gestiegen. Ich möchte aber wieder für den PC entwickeln und das nenne ich einfach mal All Sports. Nicht Sports. Ah, bin ich leicht daneben gekommen. So, wieder Entwicklungskosten von 15.000, aber wieder die 2D-Grafik wählen. Und da kommt für König Arthur unsere erste Game Review rein. Bewertung von 1 bis 10 für alle Game-Plattformen, die uns hier bewerten. Stargames findet es unterhaltsam, Informed Gamer liebt es, Game Hero findet es eine nette Erfahrung und schön ist es für All Games. Ist eine ganz gute Wertung, kann man mit leben, bringt einem doch schon sicherlich Gewinn ein. Man hat ja auch nicht so die allerhöchsten Kosten. Und dann wollen wir mal schauen, naja, wir müssen ja
Ich wollte gerade schauen, was es hier einbringt. Hier steht schon König Arthur und bisher 0 verkaufte Einheiten. Das wird jetzt gleich hochgehen, wenn wir mit unserer, mit unserem nächsten Spiele-Stage-Entwicklung die Einstellung halt beendet haben. Diesmal haben wir eine Simulation. Da brauchen wir natürlich wenig. Dann nehme ich einfach mal gar nichts an Story und Quest für eine Sportsimulation. Eine gute Engine und ein bisschen Gameplay und ein bisschen mehr. Ja, hätte ich auch ein bisschen mehr Engine nehmen können, wäre aufs Gleiche hinausgekommen. Und da sehen wir, wir verkaufen, ja, 4,5. Ganz genau 4,5. Sind damit in der Verkaufsrangliste auf den Charts auf Rang 33. Haben schon mal 31.800 eingenommen und 32 Fenster zugewonnen. Genau, hier nochmal die Bestätigung im Tutorial. Wir haben 32 Fans. Je mehr Fans wir haben, desto besser verkauft sich von Grund auf schon unser Spiel. Hier können wir dann in der Game Historia auch nochmal reingucken, welche Spiele wir alle entwickelt haben. Natürlich zurzeit nur eins. Durchschnittswertung 7,25 steht hier auch nochmal. Für eine Entwicklungskosten von 31.000 haben wir schon 800 Credits oder wie auch immer Cash Gewinn gemacht. Und die Spiele verkaufen sich, ich weiß gar nicht, 10 Wochen, 12 Wochen, 15 Wochen. Irgendwie so um den Dreh. Zweite Woche bricht natürlich der Verkauf ein. Man kennt das ja. Erste Woche, alle wollen die Spiele haben. Und dann, ja, dann war's das. Dann haben viele schon gekauft und dann kommen noch die Nachzügler. Aber es hat uns ordentlich Gewinn gemacht. Wir sind jetzt schon bei 23.000 an Gewinnüberschuss gegenüber dem Beginn davor. Und wir haben ja schon jetzt wieder etwas Geld in All Sports investiert. Ja, wir haben unseren ersten Meilenstein erreicht und 10.000 Einheiten für unser Spiel verkauft. Für heutige Verhältnisse in 2013 ist natürlich Verkauf von bisher 13.300 Spielen natürlich ein Witz, da würde fast jede Firma pleite gehen, vielleicht bis auf so Indie Games, aber auch die müssen da schon drum kämpfen, je nachdem was da halt so die Entwicklungskosten und Verkaufspreise sind. So, was wollen wir? Wir brauchen natürlich für eine Simulation nicht unbedingt so die Super World Design. Hätte ich auch gerne eine gute Grafik und entsprechend annehmbaren Sound, auch wenn das damals eher nur so ein stumpfes Bibi-Didu-Lidid oder ähnlich war. Ja, je nachdem, was wir für Spiele haben, ist, oder wie wir die Regler eingestellt haben, gibt es mehr Punkte auf Design und Technology. Ja, das hatte ich eben nicht erklärt. Wenn wir ein Topic wählen, was wir noch nicht bisher entwickelt haben, bringt uns das schon mal ein XP-Bonus, genauso wie eine Kombination auf Topic und Genre und nochmal eine 0,2, also jetzt bei 0,2 Steigerung, wenn es eine gute Kombination war, nicht nur eine neue. Und als letztes ein Action-Military-Game für den G64. Sag ich jetzt einfach mal. Dann wieder das Schwerste. Wie nennt man sein Spiel? Einfach mal Meister Schütze. Für 30.000 schon in Entwicklung, weil 15.000 halt höher die Entwicklungskosten für den G64 sind. Und da kommt schon die nächste Wertung für All Sports rein. Und es ist, ja, wieder unterhaltsam für Stargames. Schön für Inform-Gamers. Alles nicht so die gleichen. Ja, da haben sie umgetauscht. Sehr unterhaltsam Game Hero und wieder eine nette Erfahrung für All Games. Und
ein Action-Game braucht natürlich eine Super Engine. Nehmen wir das Gameplay. Ich schraub hier das Gameplay ein bisschen runter. Ich möchte da eine Grafikkur entwickeln quasi. Mal schauen, ob es was bringt. Oh, man sieht hier schon in der wievielten Woche? 1, 2, 3, 4. In der 12. Woche am Verkauf, also 3 Monate. Und ich denke mal, dann war es das auch mit dem. Mit der Verkaufszeit. Oh, Action-Simulation ziemlich ähnlich. Ich nehme aber trotzdem etwas weniger Level-Design. Dafür eine höhere künstliche Intelligenz. Contract Works. Bringen uns halt über einen kurzen Zeitraum etwas Geld ein und entwickeln dadurch auch Research Points. Allerdings können wir in der Zeit halt keine Spiele entwickeln oder nichts erforschen. Zumindest in diesem Garagen mit nur einem Mitarbeiter. Später kann man dann schon was erforschen und diese Contract Works machen, aber hier ist das noch nicht möglich. Ja, König Arthur ist jetzt nach 12 Wochen, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob es eine weitere Woche gab, ich glaube aber nicht, vom Markt gegangen mit fast 17.000 Verkäufen und einem Gewinn oder einem Einnahmen von 117.000. Das ist ganz ordentlich, weil wenn wir mal reingucken, haben wir dadurch das Vierfache fast eingenommen von unseren Ausgaben. Richtig schöner Gewinn erwirtschaftet. Und All Sports hat nach 2 Wochen auch schon das Doppelte fast eingenommen von seinen Ausgaben. Dann nehmen wir jetzt natürlich hier, wie angekündigt, eine hohe Grafik, Word Design und Sound. Schrauben wir dafür mal runter. Man sieht, ich hatte viel auf Technologie gesetzt und habe dementsprechend auch viel Technologiepunkte in das Spiel und dafür weniger Designpunkte. Und mit 19 Technologiepunkten war es eine neuer persönlicher Rekord. Ja, und was sehen wir? Mittlerweile ist nicht alles, aber das meiste oder die Hälfte ist schon im Level Up aufgestiegen und die anderen halt sehr kurz davor. Auch wir selber sind schon aufgestiegen, nur wir können noch nichts selber erforschen, nicht trainieren, das kommt erst später dazu. Ja, und dann gibt es halt auch ab und zu so kleine Ereignisse, in dem Fall halt, dass der G64 mit den flexiblen Hardware-Konfigurationen des Heimcomputers nicht so ganz mitkommt. Die kann man jetzt hier mal lesen, haben aber, ich sag mal, zum Teil nur Einfluss darauf aufs Spiel. Sie sagen einem halt voraus, dass bald die entsprechenden, in dem Fall G64, dann mal vielleicht vom Markt gehen muss. Oder dass halt andere Games-Konsolen wie der Game Boy in ein paar Monaten auf den Markt kommt. Kann man dann halt berücksichtigen, wenn man sich überlegt, vielleicht möchte ich ja mal direkt auf den Zug von einer neuen Game-Konsole aufspringen. Warte ich noch einen Monat oder zwei, bis der rauskommt, bis ich mein Spiel dafür entwickle. Ja, wieder unser etwas, diesmal leicht schlechteres Spiele-Review erhalten. Research können wir noch nichts groß, außer die Custom Game Engine. Die wollen wir dann auch mal erforschen, beziehungsweise wir erforschen erstmal die Möglichkeit, unsere eigene Spiele-Engine zu entwickeln. Da haben wir auch gerade gesehen, hat sich kurz am Kopf gekratzt und eine Pause gemacht. In der Zeit konnten wir nichts erforschen. Ja, All Sports etwas schlechter, 2000 Einheiten weniger. Oder ja, so um den Dreh 2000 Einheiten weniger verkauft, aber das war noch in Ordnung. Und jetzt können wir halt, nachdem wir unsere Forschung für Custom Engine erforscht haben,
können wir unsere eigene Custom Engine entwickeln. Und hier nochmal Find Contracts, kriegen wir etwas Cash dafür, müssen aber in den 4 vorgeschriebenen Wochen dann in dem Fall hier einen Designpunkt und 12 Technologiepunkte erforschen. Bringt uns halt 13.000 bzw. eine Strafe von 4.000, falls wir es nicht schaffen sollten. Wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen unsere eigene Game Engine erforschen. Grafik, 2D, Monosound, lineare Story und Safe Games. Die sind halt von Anfang an im Spiel integriert für eine neue Engine. Kostet uns jetzt hier halt insgesamt 120.000. Und wir können da auch noch umbenennen unsere Engine in, ich nenne auch meinen Starter Engine. Ich mach das mal auseinander. Und dafür brauchen wir schon mal 70.000 Punkte. Ab und zu kommt dann halt auch ein Search Point dazu. Die wir ja, wie gesagt, immer in ausreichender Zahl gebrauchen können. Und da hätten wir die Nachricht, dass gerüchteweise eine japanische Firma, in dem Fall Nintendo, plant, ihre eigene Home-Konsole zu entwickeln. Und sind halt sehr bekannt und sehr erfolgreich für ihr Card-Game Dinkei King. Tja, welches Spiel könnte das wohl sein? Naja, wir könnten ja ein klitzekleines Gewinnspiel daraus machen. Ist natürlich richtig schwer, aus Gewinnspiel ist. Ich weiß, das ist richtig hart. Aber wer mir sagt, welches Spiel womit Dinkei King gemeint ist, bekommt einen Dota 2 Beta Key von mir. Also, der Erste, der es mir sagt, bekommt einen. Nicht alle, so viele habe ich sehr wahrscheinlich nicht in der Hinterhand. Aber der Erste, der mir sagt, welches Game ist Dinkei King, der bekommt die Dota 2 Beta Key. Ja, Meisterschütze ist jetzt auch vom Markt und hat einen neuen Verkaufsrekord für uns aufgestellt mit 19.000 Einheiten. So, dann wäre jetzt auch die Starter Engine fertig. Yay, 100.000 Dollar hat uns gekostet, was uns auch gleich ein neues, neue Achievement freigeschaltet hat. Und ja, bevor wir jetzt anfangen, unser erstes Spiel zu entwickeln, mit unserer eigenen Engine, die jetzt hier unten auch aufgeploppt ist, da kann man dann verschiedene Engines auswählen. Bevor wir das machen, werde ich jetzt hier einmal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, ciao!